Ja, damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute eine Bussimulation an, die wir bereits schon auf dem Android angeguckt haben, und zwar nämlich den Proton Bus Simulator. Da ist mir ja damals ja aufgefallen gehabt, wo wir das Ganze ja gezeigt hatten, als angezockt, dass es eine PC-Version gibt, und ich war unterwegs im World Wide Web und habe ihn tatsächlich gefunden. Probe den Proton-Bus-Simulator für den PC. Auch hier gibt es wieder, ihr seht hier oben schon ganz groß, Remove Ads, ne, wo man verschiedene Zahlungen machen, tätigen kann, um das Ganze halt zu unterstützen, das Projekt, was halt auch schon wirklich viele, viele Jahre wohl in Entwicklung ist. Und das Ganze entstand auch durch OMSI raus. Man wollte hier eine Plattform schaffen, die ja eher auf brasilianischem Boden ist, statt so auf deutschen. Und deswegen gibt es den Proton-Bus-Simulator. Und ja, wir waren ja doch relativ positiv überrascht gewesen, wie gut das halt auf Android lief und wie gut das halt auch ausschaut. Wie sieht denn jetzt die PC-Version aus? Und das wollen wir uns, wie gesagt, heute jetzt hier gemeinsam mal angucken. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal in ein neues Spiel mal rein. Wie das Ganze aus? Hier wird nochmal erklärt, dass das Ganze ja alles in Beta ist und so weiter und so fort. Und ja, anders als wir jetzt zum Beispiel bei, oder nicht anders, ist es möglich, dass man hier auch Mods runterladen kann für den Proton-Bus-Simulator. Geht auch schon in der kostenlosen Fassung. Gibt das Seiten, wo schon einzelne Busmodelle vorgestellt werden. Unter anderem, wie gesagt, hatten wir hier oben den Lion City, den O371, den O405, den O520, O530, Solaris Urbino, den Volvo 770 und so weiter und so fort. Die Busse sind alle zum kostenlosen Download verfügbar. Und die kann man halt dann sich einfach runterladen, ins Spiel integrieren, und dann geht das. Also genauso gut und simpel wie bei OMSI tatsächlich. Ja, von daher wählen wir das Ganze mal aus. Aktuelle Repaints gibt es hier nicht, außer das Weiße. Select Map. Wir werden das Ganze auf der Karte fiktiv drauf fahren, um natürlich einen 1:1 Vergleich zu haben zwischen Android und dem PC. Nur das, denke ich mal, wäre doch ganz cool. Man kann sich auch Karten runterladen, allerdings, ich glaube, anspruchsvolle Karten habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Deswegen, ja, bleiben wir wohl erstmal auf Fiktivdorf, laden die Route 100. Ja, dadurch, dass das ja auch eine kostenlose Version ist, wird hier Werbung eingespielt, was ich persönlich vollkommen in Ordnung finde, dafür, dass es halt komplett kostenlos ist. Wenn ihr natürlich das Projekt unterstützt, finanziell unterstützt, wird das Ganze natürlich deaktiviert und ihr habt keine Werbung mehr. Hier, Hochbahn-Repaint, ja, das ist doch schon mal ziemlich geil. So, von daher, los geht's, wir laden uns mal rein. Ihr könnt das Video natürlich skippen, ihr müsst das nicht vollständig angucken. Aber, ja, also preislich ist wieder einiges hier unterschiedlich. We are making something different. Almost all features are available for free. Pay for it only if you really like it. This project has everything that you see, thanks to all our donors. Otherwise, this game would be much simpler. Our passion is creating realistic buses from scratch and a very large city. This takes some time. Your payment may help us dedicate more time on these tasks. This is just a prototype. Over the next years, it will become more professional and beautiful. If you support us, this message won't appear anymore. So, sehr schön. Noch mal ein bisschen was zu erzählen zu. So, hier sind wir jetzt im Spiel. Ja, das ist der Proton Bus Simulator. Und guckt euch diesen Bus an. Ja, und was soll ich sagen? Altair ist mit dabei, ne? Also, das ist das Modell von Altair. Stand auch drinne. Ne? Das ist, wie gesagt, hier auch alles kostenlos, ne? Müsst, wie gesagt, halt nicht einen Cent bezahlen. Und ich finde halt, das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Vom Modell her, von der Grafik her. Performance muss man ein bisschen gucken. Kann man natürlich hier auch dementsprechend noch so ein bisschen einstellen hier alles. Ne? Aber das, wie gesagt, ist der Proton Bus Simulator. Aber hier ist schon mal ein Punkt, den ich persönlich ein bisschen schade finde. Und zwar die Tatsache, dass das Ganze jetzt schon wieder relativ bunt wirkt. Ja, das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen nicht so pralle. Gut, das ist jetzt, muss man sich wahrscheinlich mit arrangieren. Ja, aber ihr seht's, ne, das funktioniert hier richtig super. So, lass mal die Fahrgäste einsteigen. E aí, Motorer, tudo bem?
Natürlich gibt es hier auch wieder zig verschiedene Buttons, Menüs, die ihr hier drücken könnt, hier und so weiter und so fort. Ne? Also. So, wollen wir mal in unseren Arbeitsplatz hier, können wir hier reingucken. Ne? Also, das sieht doch dem Omsi schon wirklich, wirklich, wirklich ähnlich. Guckt euch doch mal an, wie detailreich das ist. Leider alles ohne Funktion. Ja, also, das ist halt alles bloß Show. Ist ein bisschen schade, mal gucken, ob sich das zukünftig denn irgendwie ändert. Ne? Wenn wir uns das Ganze denn mal so ein bisschen. Wenn das Ganze ein bisschen weiterentwickelt wird. Leider finde ich es ein bisschen schade. Ich finde es leider ein bisschen überteuert. Ich würde die sehr gerne unterstützen. Keine Frage. Das Problem ist halt einfach, dass das irgendwie $100 sind oder sowas, die du da zahlen musst. Das ist schon ein bisschen viel Geld. Also $100 ist schon meiner Meinung nach ein bisschen sehr viel Geld. Ne? Also, aber für so eine Qualität kann ich das auch echt sehen lassen hier. Ne? Also ihr seht das Ganze. Ja? Also das sieht schon echt nice aus. Richtig schön klar alles. Richtig schön klar. So, gut, dann wollen wir mal losfahren. Gefahren wird hier tatsächlich mit WASD. Warte mal. Oh, das war jetzt falsch. F1. Können wir ja auch noch mal ein bisschen gucken. So, ne? Im Hintenraum sieht es genauso gut aus. So. Ihr könnt natürlich auch mit den Pfeiltasten fahren. Aber Pfeiltasten geht gar nicht. Und schon alleine mit Tastatur geht nicht. So. Alter, das schaut schon richtig gut aus, oder? Also, das schaut schon richtig gut aus. Es läuft auch sehr gut. Ja, cool oder interessant wäre es auf jeden Fall noch zu wissen, gibt es zum Beispiel so eine Art Map-Editor, wo man dann zum Beispiel hier selbst seine Karten bauen könnte? Ich glaube, wenn es den gäbe, dann könnten wir hier wirklich von extrem guten Konkurrenz gucken. Uiuiuiui. Ach, die meine Güte. Zu weit ausgeholt. Muss man erstmal dran gewöhnen, ja? Winke, winke. Winke, winke. Oh, final de semana, hein? Olá, motorista. Wie gesagt, keine deutschen Stimmen, aber wie gesagt, das könnte man wahrscheinlich dann auch alles modden, denn, ja? Also, wenn man davon Ahnung hat und wirklich dann sich zum Beispiel so eine eigene Karte hier bauen könnte, aber dann könnte man das tatsächlich echt alles mit irgendwie mit einbauen. Ihr könnt den Entwickler, wie gesagt, halt in verschiedensten Weisen unterstützen. Könntest du nur eine Jahreslizenz zum Beispiel kaufen oder und so weiter und so fort. Ihr könnt mit Android, ohne Android und nur PC. Ja, da gibt es also halt viele Möglichkeiten, wo man den Entwickler unterstützen kann. Winke, winke. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht selbst, weil ich finde bis jetzt auch keine Möglichkeit, irgendwie das Ganze über PayPal irgendwie zu finanzieren. Also zu bezahlen halt, ne? Das geht halt nur über irgendeine brasilianische Website, so eine brasilianische Kreditkarte. Auf der Internetseite steht aber da, dass man wohl halt auch über PayPal bezahlen kann. Leider bis dato noch nichts gefunden. Ui. Keiner da, keiner einer, nur mit.
So. Möp. Ja. Das, wie gesagt, musste ich nur mal... hier mal einfach mal zeigen. Ich würde schon fast behaupten, also das Grundgerüst ist ja schon da halt, ne? Also, das muss jetzt weiter feiner ausgebaut werden. Denk mal, wenn man das dann macht, wenn man sich da wirklich dann weiter hinterkniet, dann könnte ja tatsächlich in den nächsten Jahren vielleicht, ja, eine richtig gute Putzsimulation erscheinen. Von der Performance her stimmt es ja schon. Und jetzt kommt der Knaller. Ich bin der Meinung, dass das Ganze mit der Unity Engine entwickelt wurde. Ja, das für eine Unity Engine, das so rauszuholen, das ist schon eine spezielle Leistung. Aber ich finde halt auch diesen Aspekt einfach gut, ja, man kann sich das Ganze kostenlos einfach testen. Ja, man lädt sich das Ganze runter und dann, ja, kannst du fahren halt, so wie du das halt hast. Klar, dass halt nicht alle Funktionen freigeschaltet sind, das ist okay. Ne, also finde ich persönlich, habe ich jetzt nichts dagegen. Weil hier fließt nun mal viel Arbeit mit drin, ja. Und winke, winke. So. Olá, motor. Beleza? Schöne viele Solaris-Busse hier unterwegs. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten zum Proton-Bus-Simulator. Wäre das für euch jetzt eine Alternative, da jetzt auch mal reinzugucken, jetzt wo ihr wisst, dass es eine PC-Version gibt, die man auch echt spielen kann? Wie gesagt, halt... mit der Werbung und sowas, ne? Das ist der einzige Kritikpunkt und wie gesagt, dass einzelne Funktionen nicht da sind. Ich habe jetzt aber noch nicht rausfinden können, welche Funktionen zum Beispiel nicht da sind. Na, also, wenn ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare damit. Dann schreibt es am besten einfach mal unten rein, das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, auch so eine Art Map-Editor, gibt es sowas? Und wie sieht der denn halt aus, ne? Dass man hier zum Beispiel sich ransetzen könnte. Dass, wie gesagt, einzelne Funktionen halt fehlen, wie zum Beispiel die Kasse, das Ibis und alles was, ne? Also hier geht es jetzt erstmal nur grundsätzlich erstmal ums Fahren, Fahrgäste abholen und so weiter und so fort. Ja, so Schildern oder sowas, das ist jetzt noch nicht drin. Macht er ja auch automatisch, habt ihr ja gesehen. Oder Ansagen oder hier und so weiter und so fort, ne? Aber, wie gesagt, wenn wir den Ganzen jetzt hier so ein bisschen Zeit lassen, das Ganze halt sich weiterentwickelt, dann, denke ich mal schon, könnte hier aus dem Proton-Bus-Simulator doch eine gute Alternative werden. Wie gesagt, preislich muss man nachher da sehen, ne, wie das Ganze dann ausschaut. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden uns noch ein paar andere Busse angucken, ne, also gerade diese Mod-Busse, die interessieren mich halt, die deutschen Busse. Da werden wir auf jeden Fall nochmal reinlinsen. Wir werden uns noch eine Modkarte angucken, ja, die man sich runterladen konnte. Und dann, ja, lassen wir uns hier auf jeden Fall überraschen. Wie bei Simt werden wir das Projekt natürlich jetzt, haben wir es auf dem Schirm. Ja, und werden natürlich da mal immer wieder mal reingucken.
klar, also mit einem Android kannst du natürlich nicht mithalten, ne? Also das sieht halt, ist schon deutlich anders. Protonenbus. Motorrad ist ja schon penetrant laut, wa? Was da hinter uns ist. So, bei F4 können wir hier natürlich auch noch ein bisschen was einstellen. Zum Beispiel können wir das Ganze hier mit Volume, ne, also die Lautstärke. Wir können hier das Ganze hier noch verändern. Ja, Flat Clouds und so weiter und so fort hier. Terrain Settings. Force Deboard. Keine Ahnung. Kannst du noch irgendwas auswählen? Achso. Oh. Ah ja, hier können wir uns hin. Ah, put the bus on this place. Ah, habe ich jetzt nicht gelesen. Gut, ja, dann haben wir das auch gesehen. Ja, man sollte auch lesen, ne? Ja, hier haben wir noch ein paar Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Wie gesagt, Lautstärke und so weiter und so fort. Tempo, Clean Collisions, Virtual Mirrors. Können wir hier. Ah, guck mal, das ist zum Beispiel scheinbar. Das ist nur für Premium. Okay, also hier haben wir die erste Funktion, die nur für Premium ist. Was Force Deboard ist, keine Ahnung. Das sagt mir jetzt nichts. Spring können wir hier auch noch einstellen, dass hier zum Beispiel Winter ist. Und das Wetter ist dann bewölkt. Oh, warte. Ah, das ist auch bewölkt. Regen sogar. Oh, guck mal, das sieht natürlich auch schau aus, ne, mit dem Regen. Das sieht natürlich auch richtig schick aus, ja. Richtig mit Pfützenbildung und alles sowas. Ja, also das auf jeden Fall mal so vom ersten Eindruck hier von dem Proton Bus Simulator für die PC-Version. Wie gesagt, absolut kostenlos. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung rein, falls ihr Bock drauf habt. Ja, dann könnt ihr euch das dort runterladen und euch selbst mal ein Bild machen von dem Proton Bus Simulator. Auf der Webseite sind dann auch noch verschiedene einzelne Seiten nochmal verlinkt, wo ihr zum Beispiel euch so Busmods runterladen könnt oder auch Karten. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen lesen. Google hat ja mittlerweile auch so einen Übersetzer da drin, den könnt ihr ja benutzen. Ja, also da könnt ihr da einfach mal vorbeischauen und könnte ich das Ganze angucken, aber das mit dem Regen, das sieht halt richtig gut aus, ja. Ach, Mann, toll. Weißt du, wenn es so weitergeht, so, ja, klasse. Ja, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal. Wir sehen uns dann natürlich zum nächsten Part wieder, wenn wir uns mal einen anderen Modbus hier angucken. Aber ich denke mal, das sollte hier als erster Eindruck auf jeden Fall erstmal reichen, ne? Dass ihr vielleicht so ein bisschen angefixt seid, da das Ganze mal ein bisschen euch mal genauer anzugucken. Falls ihr keinen PC haben solltet, dann schaut euch gerne die Android-Version an. Guckt da mal rein, die war auch ziemlich gut gewesen. Gut, und damit will ich mich verabschieden. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart.
Und vielleicht sehen wir uns ja zum nächsten Video vom Protonbus-Simulator hier auf dem Kanal wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.